Hallo und herzlich willkommen zurück zu Scientil Origins. Ich bin's wieder, Lotten986, und wir sind ja hier in diesem lustigen, schönen Verschlag angekommen, wo wir viel zu viele Türen zur Auswahl haben und das Schloss ist defekt. Ich kann die Tür nicht öffnen. Irgendetwas blockiert die Tür. Ich kann sie wiederum nicht öffnen. Auch hier ist das Schloss defekt. Und irgendetwas blockiert auch diese Tür. Das heißt, es bleibt nur noch diese eine Tür und durch die werden wir jetzt schreiten. Mama? Daddy said you were dead. Are you dead? I'm not dead. Locked away. Out of sight, out of mind, not dead. I asked them to bring my boy to me. Mama. Come here, boy. Let Mama take a look at you. Nein, Mama. Wir wollen nicht mit dir spielen. Hier! Anscheinend mein erster Bosskampf. Und ich brauche erstmal eine Waffe in der Hand. Weil sonst wird das nichts. Nee, nicht Nahkampf, sondern Feuerwaffen. Wir nehmen... Nachladen? Gut, ist nachgeladen. Nein. Wir nehmen die Schützenpistole. So. Erstmal von Mama ein bisschen weglaufen. Nein, Mama, nicht hier in die Ecke kommen. Böse Mama. What? Okay, du... nicht nachladen, genau in dem Moment, wo ich wegrennen will. Du hast es auf jeden Fall mit Stacheln. Was mir persönlich gar nicht gefallen will. So, wegrennen. Nachladen. Sobald wir sie in den Screen kommt, so zur Hälfte oder relativ gut zu sehen ist, einfach weiterlaufen. Wobei, reicht es einem gerade... Oh, nee, das ist scheiße. Keine Munition mehr. Dann ist das Schrotgewehr dran. Bei mir Katana oder so gehe ich ganz bestimmt nicht an die ran. Oh, je. Okay, zwei Schuss. Ich glaube, wir haben's. Oder auch... Was? Geier! Okay, wir haben's. That was easy. Nachladen. Na, wir nehmen direkt eine andere Waffe in der Hand. Weil da haben wir, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel Schuss für. Ich hätte das bestimmt jetzt auch hier mit den Infusionshalter zum Beispiel machen können, aber nee. Um, 20 Schuss hätten wir noch fürs Schrotgewehr gehabt. Okay, gut. Das Vergangenheitsobjekt gefunden. This is just like before. What's happening here? That thing, it couldn't have been. Are you making this happen? Are you doing this? Wait. No. Don't go. I need to know. Was ein bisschen verstörend ist, dass er sie der Mama genannt hat. Wo bin ich? Ich bin also...
Okay, wir sind immer noch in der Anstalt, sind aber am Anfang wieder rausgekommen. Abgeschlossen. Muss ich jetzt... Abgeschlossen? Abgeschlossen! Hier ist alles abgeschlossen. Hä? Also, okay. Verwirrung. Verwirrend. Was auch immer ich jetzt gesammelt habe. Ich habe nur einmal geklickt zum Einsammeln. Ein Ticket für das Achtertheater. Ein vergibtes Theaterticket für das Stück Der Sturm. Kann ich das Buch da auch mitnehmen? Nein, da komme ich nicht ran. Abgeschlossen! Es gibt nichts Interessantes auf diesen Tresen. Wir sind einsam und allein jetzt hier wieder drinne und... Hä, es wird noch nicht mal eingetragen, dass abgeschlossen ist. Ich untersuche trotzdem alle Türen. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ich finde es ja schön, dass sie auch mal daran gedacht haben, mal was anderes da reinzumachen. Und ich glaube, hier werden wir nicht weiterkommen. Das heißt, unsere nächste Reise geht zum Artaud-Theater. Ich hoffe, ich spreche es auch richtig aus. Oder Arton. Auf jeden Fall ins... Jetzt ist sie auf. Theater. Verwirrt. Ich bin... Auto? Kann ich jetzt mit dem Auto fahren? Den Lumberjack-Schlüssel gefunden. Warum kann ich das Auto nicht nehmen? Auto, lass dich benutzen. Ich will mit dem Auto fahren. Oh, ist ja was anderes. Eine Alkoholflasche gefunden. Ja, das Spiel macht mich definitiv zum Alkoholiker. Die andere Frage ist eben gerade erstmal, wo ist das Theater? Das Theater, das Theater. Da war das Motel. Das ist Hospital. Das Arthur-Theater. Und wir haben den Lumberjack. Oh nein. Jetzt sag mir bitte nicht, ich muss noch über den Friedhof latschen. Na, herzlich. Das kann ja ein Spaß werden. Dickes Viech. Ich mag die dicken Viecher nicht. Laufe ich richtig? Irgendwo hier muss ein Ausgang sein. Ich hab's im Gefühl. Oh, nee, da links ist auch noch ein Viech und ich werd langsamer. Ah! Kamerawechsel. Nicht gut, wenn man läuft. Ach, weißt du was, wir gehen jetzt erstmal eine Runde. So. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Ich schaue da mal nach rechts und da geht es ab. Mein Nebel brennt. Ich weiß nicht, warum ich das wieder singen muss. Aber es macht einfach Spaß. Deswegen tue ich es. Nein. Hier in der Ecke bin ich definitiv verkehrt. Oh, 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 oh. Oh! Nimm doch! Einen Kreuzschlüssel gefunden. Gesundheitsdrink gefunden. Und deswegen konnte er mich nicht anrotzen. Ausgetrickst, ausgetrickst. Du hast keine Chance gegen mich. Ausgetrickst. Zum Glück bin ich schneller als diese blöden Viecher. Oh, da ist noch was. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ein geborstenes Holzstück gefunden. Oh, und noch mehr. Oder? Eine Kiste gefunden. Was man hier alles für Sachen findet. Also die Waffenvielfalt ist echt riesig. Und nein. Ich bin wieder langsam unterwegs, weil ich zu erschöpft bin, um weiter zu rennen. Und hinter mir ist dickes... Wo zum Teufel muss ich lang? Der Weg darüber ist komplett versperrt. Das habe ich jetzt wohl mittlerweile mitbekommen. Darüber ebenfalls... Das heißt, ich muss wieder durch den Laden, die Low Street entlang, außenrum, ganz außen, oh, ganz außenrum. Oder ich finde einfach einen Weg über den Lumberjack. Weil das ist ein Laden. Nicht wie ich gedacht habe, über den Friedhof. Wobei es hätte auch gepasst.
Und ihr habt einige Zusammenhänge da gesehen, gefunden, die mir nicht so aufgefallen sind. Oder die ich, Munition für Schützenpistole und Energy Drink, die mir auch, ja, ich spiele es das erste Mal. Und wenn man hier so davor sitzt, ist das, glaube ich, sogar so ein bisschen, sowieso ein bisschen anders. Auf jeden Fall habt ihr da Zusammenhänge entdeckt, die doch sehr interessant sind. Wo ich jetzt aber noch nicht weiter darauf eingehe, sondern wir betreten erstmal den Laden, über den wir ja auch schon mal gegangen sind. Über die Fleischerei. Hm. Gibt's ja auch ein Dachgeschoss, weil dann wohne ich da. Ich müsste mal bei meinem Fleischer nachfragen, ob es bei ihm genauso aussieht, also mit dem ganzen Blut auf dem Boden und so. Der wird mich dann zwar für bescheuert halten, aber naja. Was soll's? Ein Speicherpunkt brauchen wir nicht. Nein, ich habe eben gerade entschieden, diesen Speicherpunkt brauchen wir mal nicht. Sondern wir brauchen einen Ladebildschirm. Einen langen Ladebildschirm. Gut. Ich dachte jetzt schon, das Spiel wäre abgestürzt oder so. Das wäre ja die absolute Katastrophe gewesen, weil hätte ich den Endboss nochmal machen dürfen. Okay, geradeaus. Die nächste Straße rechts rein und dann links, dann rechts und dann sind wir auch beim Lumberjack. Und eventuell finde ich ja noch ein bisschen Munition für unterwegs. Okay. Die Town Hall. Die kommt mir doch auch noch so ein bisschen bekannt vor. Ne? Wir gehen mal dem Monster so ein bisschen. Wir umlaufen sie und warten mal, bis wir uns regeneriert haben. Also ab und an von den Geräuschkulissen her habe ich das Gefühl, ich bin eher in Jurassic Park unterwegs als in Silent Hill. So. Ich bin ein großer T-Rex. Liegt was auf dem Auto? Es liegt was auf dem Auto nicht. Ah! Jetzt weiß ich auch, wo wir sind. Welche Taste? X. Ich hab doch X gedrückt. Willst du mich natzen? Kreis, ich hab Kreis gedrückt. Na komm. Ich höre mein Herz pochen. Ich hab den Lumberjack-Schlüssel benutzt. Rein da. Herzpochen nicht gut. Das heißt, ich bin rot. Ich muss mich heilen. Ja. Definitiv. Gesundheitstrink. Wir nehmen Energy Drink. Verdammt. Gut, dann nehmen wir noch einen Gesundheitstrink. Das hört sich an. Guck mal, er macht ganz kleine Schritte. Das hört sich an, als würde er kilometerweit gehen. I don't like it. Aber sehen tue ich auch nicht wirklich was. Also was mich angreifen will. Hä? Aha. Ich hab's doch genau gesehen. Du hast doch nach hinten geguckt, oder nicht? Oder sah das nur so aus? Warum gehe ich eigentlich außen rum? Warum habe ich das Gefühl, dass mir irgendwas näher kommt? Why are you helping her, Travis? Did you see that nurse? Jemand hat auf die Zeitung geschrieben, warum hilfst du ihr, Travis? Hast du die Krankenschwester gesehen? Ja, auch. Hier stimmt auch irgendwas ganz gewaltig nicht. Ich weiß, wonach das klingt. Das klingt nach... ich finde nochmal einen Hammer. Das klingt nach... ein großes Messer wird über den Boden geschliffen. Und das immer wieder und wieder. Oder wir hören einfach damit auf, das Messer über den Boden zu schleifen. Und finden eine Tür.
finden vielleicht sogar die richtige Tür. Ja, gut, wir sind auf der anderen Seite. Das heißt, es ist nicht mehr weit bis zum Theater. Was für ein Theater, um zum Theater zu kommen. Da habe ich doch was gesehen. Haha, na. Ich habe gesagt, hier habe ich was gesehen. Eine Kiste gefunden. Und Munition für die Schützenpistole. Ich glaube, das wird demnächst meine Hauptwaffe, zumindest für den nächsten Bosskampf. Und Schützenpistole. Oder ich kriege eine Armbrust oder so. Oder Raketenwerfer. Ich habe keine Ahnung. Wobei Raketen... Ich wollte nur auf die Karte gucken. Danke. Und jetzt weiter. Nicht anspringen lassen oder sonst... Alter! Kameramann. Sind das Würmer? Komme ich da rüber? Hä? Ach so. Okay. Wir dürfen noch durch Apartment. Aua! Sowas tut weh. Uncool. Ha! Wir folgen wieder dem Blut. Das ist einfach. Das kann ich. Nein, 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 wir folgen dem Blut, habe ich gesagt, also geht's hoch. So, das Viech ist so dick, das kommt hier eh nicht hoch. Oder? Ich hoffe es einfach mal. Dieses Spiel hat vor, mich zu töten. Ein Toaster! Hey, ich brauche den Toaster für meine Sammlung. Ein Schraubenzieher. Ja, nehmen wir auch für die Sammlung mit. Die Zeitung kann ich nicht lesen. Und natürlich kann ich die Kohle auch nicht mitnehmen. Es ist so schwer, hier etwas vernünftig zu erkennen. Für diesen Bereich habe ich keine Karte. Moment mal, den ersten Raum wirklich richtig untersuchen. Einige Munition für die Schützenpistole gefunden. Und nochmal Munition für die Schützenpistole. Coole Lampe. Eine Tischlampe gefunden. Kann ich das Telefon auch nehmen und irgendjemanden am Kopf schmeißen? Na, hier ist doch bestimmt irgendwo eine Karte untergebracht. Normalerweise... Silent Hill untypisch. Keine Karte direkt im ersten Raum. Oder brauche ich hierfür gar keine Karte? Du stehst doch bestimmt gleich auf. Ein Monster. Jemand muss es verstümmelt haben. Das Blut ist im ganzen Zimmer verteilt. Es ist einmal komplett aufgeschnitten. Was erwartest du? Da liegt nichts drauf, okay. Aber da liegt was drauf. Jemand hat die Serviette beschrieben. Jemand hat ein Loch gegraben. Geh nach Hause, Travis. Wer weiß alles, dass ich hier bin? Moment mal. Okay, Toilette. Ist das eine Toilette? Das ist doch keine Toilette. Was ist das für ein komisches Loch? Oben befindet sich hier ein Durchbruch. Sieht aus, als könnte ich in die untere Etage gelangen. Herunterspringen? Nein. Noch nicht. Erstmal nehmen wir noch das erste Hilfepaket hier von der Wand. Ja. Und dann... Ne, im Schrank mit den Kleidern gucken wir nicht rein. Irgendetwas blockiert die Tür. Ich weiß auch was. Nämlich ein riesengroßes Loch. Und gut. Damit haben wir dann doch alles durchsucht. Das heißt, uns bleibt nur eine Möglichkeit, nämlich in dieses Loch hinunterzuspringen. Aber wie wir das vollführen und was uns da unten erwartet, seht ihr erst in der nächsten Folge von Silent Hill Origins. Ich bin euer Helot 1986. Bis dann.